wie ihr gehört habt. Und das meiste, was ich sagen wollte, ist eigentlich schon gesagt worden, deswegen mache ich es hoffentlich nicht so lang. Also wie ihr schon erfahren habt, zahlreiche Male stehen wir vom ETC, das Technik zur Urananreicherung produziert. Und natürlich wisst ihr inzwischen auch schon, dass es eine wesentliche Grundvoraussetzung für die Proliferation von Kernwaffen darstellt. Allerdings gibt es auch noch eine weitere waffentechnische Komponente, weil dieser Urananreicherung, es fällt ja auch abgereichertes Uran dabei an. Das wird in vielen Waffen eingesetzt, also zur Herstellung von dünneren Panzerschichten zum Beispiel, die eben durch das Schwermetall Uran besonders fest sind, oder eben auch zur Herstellung von besonders durchschlagskräftigen Geschossen. Und diese finden sich natürlich nach irgendwelchen militärischen Auseinandersetzungen dann weit verbreitet überall in der Natur und stellen eine Gefahr für Umwelt und Bevölkerung dar. Das ist kein zu unterschätzender Effekt. Also es gibt wirklich sehr große Gebiete im Irak zum Beispiel, die stark verstrahlt sind dadurch oder zumindest weit über dem natürlichen Strahlenniveau liegen. Und von daher, auch in dem Bereich ist Urananreicherung oder die Verarbeitung von Uran ein durchaus brisantes Thema und friedenspolitisch durchaus sollte man das im Blick behalten. Auf die Doppelmoral, ich warte mal, was ich überhaupt noch hatte. Also auf die Doppelmoral, die bei den Maßstäben angelegt wird, wenn es um Staaten wie Iran geht oder eben auch die westlichen Mächte, darauf wurde ja schon mehrfach hingewiesen. Also es ist natürlich nicht verständlich, dass man selber sich diese Technik zu eigen macht und gleichzeitig von den anderen fordert, dieses nicht zu tun. Also um mit gutem Beispiel voranzugehen, sollte Deutschland sich komplett aus der Urananreicherungstechnik zurückziehen und sich da nicht weiter mitschuldig machen. Vielen Dank.